Mein Dad kommt zu Besuch, also backe ich ihm sein Lieblingsdessert. Cremigen Kokoskuchen mit Sahne. Ich habe ihn extra nach dem Rezept gefragt. Das wird super lecker. Los geht's mit dem Kuchenboden. Dafür brauche ich Kokosöl und feine Kokosraspeln. Außerdem diese Katzenschokokekse. Im Rezept steht 80 Katzen. Andere Schokokekse gehen auch. Etwa 200 Gramm. Das Kokosöl hält den Boden zusammen und macht alles noch kokosnussiger. 5 Esslöffel unraffiniertes Öl, so behält es sein natürliches Aroma. Mixen, bis eine Art Mehl entsteht. Haftet schon zusammen. Damit lässt sich arbeiten. Aber vorher kommen noch Kokosraspeln dazu. Mehr Kokos als in diesem Kuchen geht kaum. Kokosöl, Kokosraspeln, Kokospudding und Kokosflakes obendrauf. 30 Gramm Raspeln dazu und mixen. Und rein damit in die Kuchenform. Wie mein Dad mache ich den Kuchen in einer Springform. Das Keksmehl einfüllen und gut am Boden festdrücken. Das geht gut mit der Unterseite einer Tasse. Beim Backen wird ein riesiger Keks daraus. Duftet herrlich nach Kokosnuss. In den Ofen damit bei 160 Grad für 25 Minuten. Jetzt röste ich die Kokosflakes zum Verzieren. Diese großen sehen hübsch aus, aber kleinere gehen auch. 50 Gramm in eine fettfreie Pfanne geben. Angeröstet verleihen sie dem Kuchen noch mehr Aroma. Und sie machen ihn schön knusprig. Mein Dad wird bald Opa. Ich glaube, das liegt ihm, denn er ist quirlig und albern. Er hat schon Enkelhunde und Enkelhühner, aber das wird sein erstes Enkelkind. Als ich es ihm erzählt habe, hat er ganz schön dumm geschaut. Ich mach's nicht nach. Er war völlig von den Socken. Das duftet köstlich. In eine Schüssel füllen? Mal nach dem Kuchenboden sehen. Sieht toll aus. Die Kokosstückchen sind leicht braun. Dieser Kuchenboden ist richtig knusprig. Für die Puddingschicht brauche ich Eier und Milch. Ich nehme nur die Dotter. Die sorgen dafür, dass der Pudding eine schöne Konsistenz bekommt. In einen kalten Topf geben, sonst stockt das Eigelb. Und 650 Milliliter Milch dazu gießen. 150 Gramm Zucker, 40 Gramm Maisstärke, damit der Pudding fest wird. 2 Teelöffel Vanillepaste. Ich liebe die Geschmackskombi aus Vanille und Kokos. Vanilleextrakt geht genauso. Zuletzt ein 3/4 Teelöffel Salz. Das Ganze gründlich verquirlen und erst anschließend erhitzen. Sonst gibt es Rührei statt Pudding. Jetzt die Herdplatte einschalten und ständig weiterrühren, bis der Pudding fest wird. Der cremige Pudding passt toll zum knusprigen Kuchenboden. Hier duftet es herrlich. Schön dickflüssig. Einfach magisch. 150 Gramm Kokosraspeln unterheben. Ich könnte mich reinlegen. Und rein in die Kuchenform. Mein Dad kippt um, wenn er das sieht. Lecker. Gleichmäßig bis zum Rand verstreichen. Damit man nachher, wenn ich ihn aus der Kuchenform nehme, am Rand alle drei Schichten sieht. Der Kuchen ist fast fertig und kommt für 2 Stunden in den Kühlschrank. Bis dahin kümmere ich mich um was anderes. Was noch fehlt, ist der Salat.
Hier sind ein Kopf Eissalat, Tomaten und essigsaure Zwiebeln. Den Salat vierteln. Ich mag dieses Rezept. Es ist frisch und herzhaft mit dem salzigen Speck. Schmeckt er überhaupt? Sehr gut. Es macht Spaß, diesen Salat anzurichten, denn er ist so farbenfroh. Erst das Dressing obendrauf, dann die Zwiebeln, Tomaten und der Speck macht's schön knusprig. Pfeffer, das sieht so hübsch aus auf Salat. Und zuletzt frische Petersilie. Bereit zum Servieren. Okay, guess what I mean. Was kommt jetzt? Kokoscreme-Kuchen? Mein Favorit. Die Sahne fehlt noch. Du kannst 350 Milliliter einfüllen und ich schlag sie steif. Okay. Sie ist fertig, wenn sie so am Quirl haftet. Rauf auf den Kuchen. Awesome. Der ist legendär. Wie kam's? Wir feiern jedes Jahr am 14. März Kuchentag. Und dieses Rezept habe ich mir vor 12 Jahren dafür ausgedacht. Mein erster richtiger Kuchen. Wie sieht's aus? Perfekt. Jetzt die Kokosflakes. Angeröstet. Super. Sprinkles? Streusel? Na klar. Ist schließlich meine Version. Und Schokolade? Yeah, do you want to shape? Übernimmst du das? Sehr gern. Oh yeah. Beautiful. So let's do the big Soll ich? Deal. I'm excited. Unbedingt. I'm gonna pop Den Rand vorsichtig anheben. Pan. Oh, was sagst du jetzt? That. Looking... Looks amazing. Whoa. Super. Yay. That's beautiful. Good job. Yay. Awesome. Jetzt gibt's Essen. Let's go eat. Yes. Hungrig? Klar. This is so Duftet amazing. Köstlich. Ich kann es kaum erwarten. Greif zu. Yeah. Okay. Yeah, salad Der Salat sieht so knackig aus. Zum Reinbeißen. Rip into it. It's so good. Okay, what are you excited? Worauf freust du dich am meisten? Angeblich ist das Großelterndasein besser als das Elterndasein. Aber dass ich bald Opa bin, daran muss ich mich erst gewöhnen. Wrap my head around. Dann bist du alt. Stimmt. Precisely. Okay, did you say Lust auf Dessert? Natürlich. Es gibt Kokoskuchen. Den legendären. Den berühmten Kokoskuchen? Yes. Wie viele Katzenkekse? 80. Die stecken im Kuchenboden.